Hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir bei Awesome Aydin. Heute spielen wir Phasmophobia, Albtraum Tanglewood. Eine Runde, einfach so. Okay, wir starten mal. Geht es euch so, eigentlich? Manchmal dauert das ein bisschen, weil Phasmophobia. Das ist nicht so lange, ja, okay, ist fertig. Welchen Geist wir haben. Wir haben Sophie Corrigan. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir brauchen. Jetzt suchen wir erstmal den Geist. Ich hoffe mal, wir haben Tarotkarten. Ich hoffe, stirbt man nicht sofort. Gucken wir einmal nach den Knochen. Ah ja, hier ist der Knochen. So gemacht. Hallo. Intakt. Schön, dich zu sehen, Geist, dass du schon direkt die Tür öffnen möchtest. Das ist nett von dir, dass du mir die Tür öffnen möchtest, aber ich kann es auch selber. Keine Karten, kein Spiegel, keine Musikbox. Machen wir das schon mal an. Wir haben ein Brett, natürlich. Nehmen wir mal mit. Foto gemacht, nehmen wir mal mit. Machen wir EMF-Check. Fighting-Spot, ja, hier. Gut. Fragt euch wahrscheinlich, wie man einen EMF-5-Test machen kann. Also man stellt dem Board nicht Sanity aufwendige Fragen, also zum Beispiel, wie alt bist du oder wie bist du gestorben, weil es nur so 5% Sanity aufbraucht und dadurch, desto mehr man der Geist mit interagiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er immer 5 abgibt, wenn er das als Beweis hat. Ich demonstriere euch mal das mal. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ist irgendwas mit dem Mikrofon kaputt? Nein, gar nicht. Okay. Wie alt bist du? Hau. Ah, geht's ja. Wie alt bist du? 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 Goodbye. Ihr sehen könnt, es ist höchstwahrscheinlich nicht Wärmegefriert, ne? Natürlich war ich höchstwahrscheinlich nicht immer 5. Jetzt muss ich eine Pille essen, weil ich meine Sanity um 30% niedriger gemacht habe. Eine Pille reicht, um. Sollte ich jetzt nicht so gehandelt werde sofort. Scheint mir sehr nach den Zwängen zu alten Teilen, dieser Geist. Der ist mal da, dann ist er mal da hinten. Ich weiß nicht, muss ich mehr beobachten. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Er ist offensichtlich nicht hier. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Nö. Wir haben keine Fingerabdrücke höchstwahrscheinlich. Okay, suchen wir mal nach Orbs. Kann sein Geist mit. Ja, noch eher kann sein. Haben höchstwahrscheinlich keine Spirit Box. Gucken wir nach Orbs mal. Fingerabdrücke-Box. Kein Mimik mehr sein. Kein Mimik mehr sein.
Gut, das kann kein Mimic mehr sein. Nehm mal sowas mit. So eine Kamera mit. Suchen wir nach Orbs im Geisterraum. Jetzt erzählt er mir die Orbs. Geist-Event. Oh, ich hab grad Herz rausbekommen. Hier sind zum Beispiel keine Orbs, vielleicht sind es hier die Orbs. Oh. Okay. Also, sie ist Baby Oni. Hat ein Oni, Dots und EMF5. Wenn es ein Oni sein sollte. Er hat Vanessa die aufgefressen. Einfach meine ganze Zeit die aufgefressen. Wenn es ein Oni sein sollte, brauchen wir das hier und das hier. Weil Onis machen halt keine Erbe-Geist, wenn es bis jetzt auch keine gehabt. Also es ist schon, wenn ich jetzt sagen würde, dass es ein Oni ist, dann bin ich mir jetzt gerade, aber immer noch nicht. Ich bin gerade nicht sicher, ob es wirklich ein Oni ist, aber es reagiert. Würde sagen, wir haben keine Orbs. Orbs in Spirit Box. War das? Onryo. Tschüss. Fingerdruck und Orb. Hanto. Tschüss. Spirit Box und Fingerdrücke Mimic. Ja. Wir haben Fingerabdrücke MR5. Das ist kein Gen. EMF5 und Orb geht nicht. EMF5 und Spirit Box, keine Zwillinge. Er wirft hier was um. Kein EMF dabei. Gucken wir ob unsere Oni-Theorie so stimmt. Immer 5 und Dots wäre das. Wenn wir noch Ops haben, wenn ich Ops das. Die Box ist. Die Geister alle ausgeschlossen. Shade kann es auf keinen Fall sein. Fingerabdrücke und. Fingerabdrücke und. Nein. Box, nein. Das war laut. Suchen wir mal jetzt nach Dots. Diese Kamera ist besser als im Geisterraum ist. Suchen wir. Komm, mach Dots. Wenn du ein netter Oni sein würdest, dann mach bitte Dots. Sie hat generell keine Dots. Das könnte noch dauern. Wenn Oni EMF5 sein sollte, hätte es bis jetzt sehr gut versteckt. Sehr gut. Mal im Flur nach. Ich sehe bis jetzt ja noch nichts. Keine Dots. Schrecklich, Mann, Mann, Mann. Okay, aber okay. Suchen wir mal erst den richtigen Geisterraum. Krasses Gefühl, dass er nicht wirklich nicht da drin ist.
Quad. 5 Quad. 5 Quad. Ja, er ist auch nicht mehr hier. Ich glaube, er ist hier drinnen. Ja, es sind 2 Grad, 0,3. Ja, es geht langsam, es gefriert über. Ja, das ist der Raum. So. Wir haben Orbs. Das ist unmöglich. Ich will diese Geister wegmachen. Die Orbs haben. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Okay, auf jeden Fall Orbs. Reicht. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Nee. Revenant, Hunt for Unreal UI. Ehrlich. Unreal. Ich nehme Smudge und mache einen Hunt und Unreal Test. Ein Hunt und Revenant Test, das geht ganz einfach. Dann geht's mit rein. Okay. Ich habe mich dann handeln lassen vom Board. Ein Versteck haben wir. Verstecken spielen. 5, 4. Kein Rev. Kein Hand zu sein. Okay. Kein Riff und kein Hand. Hm. Ich brauche auf jeden Fall Kerzen. Eine muss ich hier lassen, weil ich brauche noch einen Smudge. Und wenn er Hand hat und ich keinen Smudge habe, bin ich tot. Thank you.
Okay, brauche ich eine Fotokamera. Ohne das geht es nicht. Ich habe so, es macht zu viel Interaktion gerade. Ja. So viele Geister-Events, das ist unmöglich. Ich nehm's mit. Fotos machen, schnell, dringend Fotos machen. Dringend Fotos machen, dringend, hundertprozentig. Ja, also. Irgendwas gemacht. Tut mir leid, das war ein dummes Foto. War ein dummes Foto. Ich hätte die Tür geöffnet und ich hab das fotografiert. Komm, benutzt das Crew. Benutzt das Crucifix. Oder benutzt die Kerze. Zeig dich. Ja, es ist Crucifix benutzt über das. Es ist ein Yorai. Jetzt. Kannst du das smatscht. So. Das ist meine Theorie ohne schon auch schon weg. Zeig dich. Brauch gerne Fotos. Vielleicht muss ich das auch durch zeigen. Zeig dich. Zeige dich. Böser Yorai. Eine Interaktion. Über Kuh. Zeig dich, Yorai. Zeig dich. Zeig dich, Yorai. Zeig dich. Los, komm, hopp, hopp. Ein Geist-Event kannst du noch machen. Für mich. Ein Sing-Geist-Event. Dass du irgendwo rumstehst. Komm, noch ein Geist-Event. Komm, komm. Das kann ich auch noch nehmen, aber das letzte Foto mache ich mal für ein Geisterfoto. Komm, zeig dich. Nee, nee, nee. Zeig dich jetzt. Hopp, hopp. Einmal kannst du dich noch zeigen. Los, zeig dich. Noch einmal geht's. Ei. Schön, dass du Gitarre spielen kannst, aber soll ich jetzt mal zeigen? Boah, dieses Foto hat so alles ruiniert, dieses hier. Aber zeig dich jetzt, Geist. Zeig dich. Geist. Juhu, ich bin hier. Ich hol den Smudge nochmal. Wenn mich eventuell handeln wird, vielleicht kann ich dann ein Foto von ihm schießen. Ich hoffe, es war dabei, wenn er vielleicht hantet und ich nicht dran bin. Yorai, los, zeig dich. Nur ein Foto. Das ist nicht gut. Dumme Kuh. Zeig dich. Zeig dich. Los, zeig dich. Zeig dich. Komm, komm schon. Lieber Yorai, zeig dich. Nee, muss ich zeigen und nicht die Tür aufmachen. Zeig dich. Yorai, zeig dich. Yorai, zeig dich. Zeig dich, Yorai. Komm, einmal noch. Ein einzelnes Mal noch. Einziges Mal. Komm schon. Oh, zeig dich bitte nur einmal. Bitte. Einmal nur noch. Komm schon. Lulululululululu, komm. Noch einmal. Noch einmal. Dann gehe ich auch. Yorai. Dann bin ich weg von hier. Los. Zeig dich noch einmal. Zeig dich noch einmal. Los.
Schön. Jura-Ability. Das war eine hundertprozentige Jura-Ability. Das war ein Jura-Ability. Das habe ich gesehen. Oh, sie hat gehuntet. Ich habe es nicht gehört. Ich dachte, sie hätte nicht gehuntet. Trotzdem, Jurai. 100% Jurai. Wenn es kein Jurai ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was mit Geistern los ist. Dummer Jurai. Bin tot wegen ihm. Naja. Alleine ist es etwas schwieriger als mit Multiplayer. Jurai, siehst du? Seht ihr? Ich weiß bloß. 43 Geistinteraktion, 5 Events, 3 Hands, ja, okay. Naja, das war's jetzt erstmal. Heute vielleicht mache ich noch ein Video. Bis gleich im Livestream auf Twitch. Unter twitch.tv, TV, meine ich, TV, keine Ahnung, TV, / AidenGaming14. Ja, ich hoffe, ich sehe euch da. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.